So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Spongebob Schwammkopf, der Film. Ja, im Let's Part haben wir die lustige, wie soll ich es nennen, den lustigen Monstergraben betreten. Und ich habe von diesem Monster hier aufgehört und ich würde sagen, den knallen wir doch erstmal eine lustige Bowlingkugel, die wir auch im letzten Part erhalten haben, ins Gesicht, ne? Auf geht's, zack, in your face. Ja, dann verschwindet es, das lustige Monsterchen, und wir müssen auf den Hinterleib? Nee, Schwanzbereich? Nee, wie soll ich es nennen? Hinterkörper, jetzt habe ich's. Komm raus, wo immer du bist. Ja, denke ich auch. So, da vorne ist wieder lustige Schießer. Schießt er jetzt schon, oder was? Schießt du schon? Du schießt anscheinend noch nicht. Okay. Ja, dann... Na... Ich würde sagen, wir knallen hier erst. Au! Knallen hier erstmal die Truhen hier auf. Burger oben nehme ich mir mit. Und zack. Bams. So, hier ist ein lustiger Schalter. Natürlich beim Drauftreten wird er aktiviert. Sonst wären da keine Füße drauf. Na, und ich lasse mich schon wieder treffen, wenn ich dumm bin. Ist der Burger schon wieder da? Nein, noch nicht. Egal. So, wir springen hier weiter. Zack. Zack. Und tup. Kann ich dich kaputt machen? Ja, kann ich. Sehr gut. Na, schieß. Zack. In die Fresse. So, da bräuchte ich nochmal jetzt zwei Kugeln, aber durch meine lustige Kugel brauche ich dann eine, weil die hat einfach mehr Stil als die normale, ne? Einfach viel mehr Stil, muss ich erst sagen. Hundene! Das war knapp. So. Schnippelblub. Your face. Schön. Oh Gott, das wird knapp. Jo. Das wurde knapp. Ach ja. What the fuck? What the fuck? So, da haben wir, unten haben wir ein lustiges Monsterchen. So, Ding mache ich erstmal. Platt. Geh weg. So, schießt mich an, Eglaff. Schießt mich an. Ohne Zeit des Todes. Und ich dachte, schießen wir auch weg. Zack. Nicht getroffen, das war gut. Das war gut. Alter! Ich treff nicht! Warum? Bums! Hallo? Treffen? Ist Quatsch, ne? Ich denk schon. So, bumm! Au! Okay, ich muss langsam den Burger. Was? Ach, ich hab doch überhaupt. Moment! Ich hab doch zwei Punkte, fällt mir gerade mal so auf, ne? Setz dich mal eins in Gesundheit. Wenn ich jetzt noch einen Treffer aushalte. Ich hoffe, ich bekomme auch eins. Oh Gott. Ich bekomme natürlich keinen dazu. Das ist schlecht. Und ich bin tot. Sehr gut. Ja. Das war fast gut. Muss ich sagen. Bin ich gerade ernsthaft gestorben, oder? Doch bin ich. Oh mein Gott. Also diesmal knall ich dich gleich ab, du ekelhaftes Vieh. Zack, weg von dir. Was, weg von dir? Weg von dir, wenn schon. Da kommt's. Ich treff dieses Teil nicht. Willst du mich verarschen? Ich glaube schon. Ja, das war... No! Ich krieg's heute noch zusammen. Ja, danke. So, jetzt nochmal euch, Kollegens. Na komm. Zack. Und jetzt gehen wir diesen lustigen Raging Monster hier an den Kragen. So, den hauen wir einfach ein paar Teile rein. Da passt das schon. Und noch ein. Ins Gesicht. Und dann würde ich sagen, noch ein. Bam. Oh. Wir haben das Monster beleidigt. Ihr bösen Kerle. Was bist du denn da? Geh weg von mir. Geh weg. Ey, das war ein guter Treffer. So, davon die Qualle will ich mir auch noch mitnehmen. Was anscheinend nicht geht. Also aus Gründen. Ich hab bestimmt schon 1000 Secrets übersehen, wie ich mich kenne. Zack. Jawohl. Jawohl. Schön, alles weggebamst. Hier die Kisten, die machen wir auch noch kaputt. Und wieder. Jawohl. Ach, Quallen. Ich hab Quallen. So, zack. Jawohl. Schön. Schön.
sieht's denn eigentlich? Ach, wir haben noch einen Punkt. Okay, den hebe ich mir aber mal auf. Weil Gesundheit brauchen wir nicht unbedingt. Na gut, gerade hätten wir es gebraucht, aber naja, ne? So, und das ist jetzt übrigens auch das erste Mal. Da hat ein Level mal einen zweiten Bereich, wo es nochmal laden muss. Also ihr seht schon, die Level werden ein bisschen länger. Ja, jetzt sind wir in den vollkommen... Das ist toll! Du solltest es wirklich ausprobieren! Aha! Ja, ja, Patrick, ist klar. Der macht Monster und Deo, oder was? So sieht's auf jeden Fall aus. So, hier oben kann ich drauf. Erstmal gucken, was bringt mich, wenn ich da drauf springe. Ach, dann komme ich hier rüber, okay. Super Schwamm rettet den Tag. Was bin ich hier drauf? Ah ja. Okay, komm ich wieder zurück. Golden. Was bringt's, wenn ich jetzt hier drauf springe? Das trifft vor Macho. Hallo? 200 Punkte? Ja, warum nicht? Ja, das war genialistisch. Ich will aber nochmal da runter, weil ich möchte mal sehen, wo es da jetzt schon wieder hingeht. Bin ich jetzt gespannt. Da hoch, jawohl. Nein, ich wollte es doch erst. Ach, so dumm manchmal. Manchmal? Ja, manchmal. Zack. Ach, dann komme ich hier hoch. Okay. Wo komme ich da hin? Wieder zurück? Ah, okay, ja, okay. Okay, ich hab's. Okay, okay, okay. Wo ging's da jetzt nochmal hoch? Alle Wege ausprobieren, ne? Man kennt das ja. Ach, dann komme ich gleich da hoch. Okay, dann muss ich da hoch machen. Dann muss ich da drüben. Das runter. Ich sagte, das runter. Ich sagte, das runter. Okay, ich sagte wirklich, das runter. Schwupp. Zack. So, jetzt, wenn ich oben drauf springe, müsste alles klappen, oder? Oder? Nee, Quatsch. Nach unten muss es, ne? Zack. Und jetzt kann ich doch dann gleich instant rüber. Ja. Fast. Das hätte nach oben natürlich gepasst. Ich bin so dumm. Ah! So, jetzt passt es aber. Zack. Zack. Jawohl. Hallo, Navi. Was geht? Was geht denn, Alter? So, da komme ich. Einfach nur hoch. Okay. Dann muss ich das hochschießen, quasi. Komm ich da runter? Ah, da komme ich tatsächlich runter. Ah, jetzt gibt alles Sinn. Ich verstehe. Zack. Und zack. Und zack. Hey! Rose! Wie lust du mich aus, oder was? Lass mich... Du mich nicht auslachen. Haben. In die Fresse. Kinibottom wird befreit. Eine unglückliche Seele nach der anderen. Ja, genau, das werden wir. Wir werden, Boing, wir werden Bikinibottom befreien. Da schießt schon wieder einer. Den wir auch mal schnell töten. Die wir seine Geschosse. Diese Augen! Da muss doch was versteckt sein. Das kann doch wohl nicht sein. So, hier ist übrigens auch eine kleine. Diesen Eisblock hier hat was auf sich, aber dazu später mehr. Aber wir können ja weiter nichts machen, außer wieder das Monster eine Olikugel in die Fresse zu hauen. Ja, das machen wir doch gleich, ne? Ach, das schwimmt nach rechts, das Vieh. Okay, nach links. Nicht rechts. Irgendwo hier ist was Verstecktes. Ich weiß aber nicht wo. Egal. Spring einfach hier vom Schwanzabschnitt zum Schwanzabschnitt. Zack. Und zack. Zack. Muss ich da rein? Ich glaube, da musste ich rein sogar, ne? Hurra! Ah, genau. Da geht nämlich das Monster unter. In die Lava. Da hinten ist eine Mütze, wie ihr vielleicht seht. Aber da kommen wir jetzt noch nicht dran. Jetzt schauen wir, gehen einfach mal da rein. Oh. Ja? Ja, wir müssen jetzt ein bisschen fighten. Aber ist ja kein Ding, ne? Zack, erste Welle schon geschafft. Kein Problem. Bisher. Noch. So, zack. In your face. So, Duffy.
dich. Werde ich vernichten. Au. Tut doch weh. Gab's hier irgendwo Burgerbrand? Zufällig? Zufällig? Ja. Hi, Burger. Oh, jetzt ein Burger. Kleine Referenz am Rande. Och nee, nicht so ein Vieh. Wow. Lark. Komm, komm, jetzt lass mich dein. Zack und bam. Toten. Was ist Toten? Ich kenne Totem, aber nicht Toten. Und nehmen wir halt den Krabbenburger mit und dann geben wir noch eine Etage hoch. Zack. Sind wir schon wieder am Ausgangspunkt. Jetzt wollte ich gerade. Und dann stirbst du halt so. Oh, das ist ein bisschen hochgeflogen, das Teil. Zack. In your face. Zack in your face. Größer Treffer. Sehr gut. 20 extra points. Nom. Oh Gott, Hilfe. Obwohl ich einmal kurz auf die Kuh schaue, wie lange ich schon aufgenommen habe. Und dann bin ich natürlich gleich gehittet. War ja klar. Und gleich nochmal. Yay. Wir schlittern hier ein bisschen rum. Und das... Das hier gefällt mir jetzt schon nicht. Alter, Mann! Ich sterbe hier noch, ich sehe schon. So, wo ist er? Da ist er. Oh Gott. Jetzt nicht sterben, das wäre jetzt eine doofe Idee. So, zack. Bam! Wow. Deine Gesundheit noch überlebt. Sehr gut. Puh! Puh, das war jetzt, knapper, als es sein hätte sollen. Okay. Sind wir gleich im nächsten Boss frei? Wir müssen anscheinend ein paar Augen besiegen. Zack. Und zack. Und zack. Bam. War's das? Das war's. Das Vieh sprengt sich einfach mal. Okay, und da ist die Münze. Yay! Hey, da haben wir das Level geschafft. Und ich habe keinen einzigen Schatz drüber gefunden. Oh ja. Da bahnt sich was an. Ich freue mich. Ach, hier ist übrigens noch ein... Hier kann ich übrigens auf Patrick wechseln. Hat dann was mit diesem Eisblock hier zu tun. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Aber jetzt... Ich sage, ich mache hier diese schwebende Blöcke-Herausforderung noch. Das schaffe ich noch in diesem Bad. Ja, locker lässig. Locker lässig. Jawohl. Dann würde ich sagen, auf geht's. Mal sehen, wie sehr ich failen werde. Alles klar, Kinder. Fertig. Los. Oh Gott. Das wäre schon fast ein Fail geworden. So, zack. 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 Und zack. Da soll ich jetzt nicht drauf, weil da waren Stacheln. Wow! Wie? Tschüss, Welt. Ja, da geht's schon los, die Fehlerei. Ich freue mich in Schnitzel. Übrigens, die Zeit wird nicht resettet, bis man Game Over geht. Springen! Ja, ja, Patrick, sei ruhig! Ah! Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, jetzt da drauf, dann da drauf. Trollala! Au, Stacheln! Tun weh! So, jetzt am besten da drauf. Ja, jawohl! Und das sind hier so Trampolin-Plattformen. Die sind jetzt ein bisschen leichter zu handeln. Finde ich jetzt persönlich. Weil die sind die... Da muss man nicht aufpassen, wo man hinspringt, sondern nur, dass man irgendwo hinspringt. Ich kann übrigens danach auch noch den Doppelsprung machen. Werde ich bestimmt noch brauchen. Ja, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich gehe einfach mal darüber! Oh mein Gott. Okay. Jetzt wusste ich ehrlich gesagt nicht, wo ich hingehe. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, wo muss ich hin? Da hoch? Da hoch? Und du? Ach, hinter mir ist die Plattform. Oder was? Okay. Interessant. Bin ich total falsch gesprungen? Oh Gott. Oh Gott. Hüssen. Hüssen. Hüssen.
Ja, jetzt kommt natürlich die Kombination von verschiedenen Plattformen. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Hüssen. 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 Oh Gott. Hilfe. Ja, langsam wird's ein bisschen schwer. So, der nächste Checkpoint noch eine Minute. Ich bin gespannt, ob ich das noch schaffe. Hurzene. Ich gehe lieber auf diese Trampolinsprünge hier. Da hinten habe ich jetzt gerade ein Secret gesehen. Moment, da muss ich drauf. Huldene! Extra! Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Shit! Das war dumm! Oh nein! Für das extra gestorben! Schöne Sache! Wenigstens war der Tod nicht umsonst. Komm, ich hangel mich jetzt von Trampolin zu Trampolin. Plattform. Oder da geht's nicht mehr. Schade. Hüssen! 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 So, da hoch. Da hoch. Da ist der nächste Checkpoint. Ich habe noch 20 Sekunden. Ach du Heilige. So, und ich muss da runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe das noch geschafft. Übrigens, der Timer läuft noch weiter danach. Interessant. Ja. Oh, schön. Secret mitgenommen. Zack, passt. Wunderprächtig. Das wusste ich gar nicht, dass in diesen Leveln auch Secrets sein können. Ich dachte immer nur im Level selbst. Aber gut. Gut, dann würde ich sagen, der Part, der ist... Oh, der geht heute verdammt lange. Normalerweise ist der doch immer so schnell. Egal. Schaffen wir sogar noch das Ende hier und vielleicht noch die nächste Cutscene zu nehmen. Zack! Yeah! Cool, Mann! Da ist mich gespannt, was jetzt kommt. So sind SpongeBob und Patrick aus dem Graben voller hinterhältiger, widerlicher Monster entkommen. Währenddessen ist Dennis unseren Helden dicht auf den Fersen. Ein paar abstoßende Typen stellen sich ihm in den Weg. Aber er schafft es, sie zu überzeugen. Und so gehen SpongeBob und Patrick wie zwei Blechdosen in einer Müllpresse mit glückselig machender Unkenntnis dessen, was auf sie zukommt, weiter. Vor ihnen breitet sich ein Feld voll mit stinkendem Müll aus. Aber da sich die Muschelstadt auf der anderen Seite befindet, haben sie keine andere Wahl, als weiterzugehen. Muschelstadt, Tod voraus, heißt unser nächstes Kapitel. Kommt jetzt schon das, was ich denke, das kommt? Das wäre... Plankton benutzt diese Fernseher, um ahnungslose Ozeankreaturen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Du musst diese Fernseher zerstören. Oh ja, und wie es kommt. Und da seht ihr ein Secret. Patrick, wenn du diese Fernseher zerstören möchtest, dann musst du lernen, Dinge aufzunehmen und Objekte zu werfen. Du brauchst mehr Goofy-Guber-Münzen, bevor ich es dir beibringen kann. 25 Stück. Kann ich dir stattdessen diese Felsen geben? Sorry, Patrick. Es müssen schon Münzen sein. Ja. Das heißt, vergessen. Wir brauchen noch 2 Münzen. Das heißt, im nächsten Part werde ich dann mal wieder Münzenfarben suchen. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer stecken soll, wenn ich nichts Nettes über jemanden erzählen kann. Aha. Ja, was mache ich denn dann im nächsten Part? Das ist echt eine gute Frage. Die Zeitherausforderung könnte ich wieder machen. Ich glaube, da werde ich wieder 2-mal Zeitherausforderung machen. Ja, gut, Freunde, aber ich würde sagen, damit haben wir eine Aufgabe für den nächsten Part. Und ich würde sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play SpongeBob SquamKopf der Film. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.